Liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Ja, wir stehen ja vor Nafala. Fluff und Wilander sind wieder da. Hallo. Wir zwei. Und wir haben das letzte Mal das ganze Jahr abgeschlossen, weil wir nicht wussten, wie das hier dunkle Äon... Na, du hast ja immer gedacht, es wäre... Ja, ich dachte, das wäre ein Bug und die ganze Queste geht von vorne los. Das ist ja auch daran, weil sie hier noch nicht... Kamira noch keine Königin ist und. Also so ganz sauber ist das nicht. Aber es ist tatsächlich eine neue Queste. Das heißt neue Queste, eine Nachfolgequeste oder keine Ahnung, was auch immer. Weißt du, was witzig ist? Ich habe keine Kamira und auch keinen Abnotar. Du musst ja erstmal durch das Portal ziehen. Da, untersuch das Portal mal. Ach so. Ja. Und dann kommt Kamira raus. Okay. Ja, ich habe das beim letzten Mal schon alles angenommen gehabt. Und ich wollte euch das jetzt ersparen, da nochmal durchzuklicken. Ich wollte es mir nochmal ersparen, da nochmal durchzuklicken. Ich gebe es zu. Genau. Und dann müssen wir nämlich dorthin. Geht zur Festung des neuen Mondes. Moment, ich muss jetzt erstmal kurz mit Kamira reden. Ja, immer mit der Ruhe. Aber ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab hier. Genau. Ich quatsche mir sowieso immer zu viel. Wenn jemand weiß, wie man zu der Drachengarde-Waffenkammer kommt, bitte in die Kommentare schreiben oder mir bitte jetzt sagen, dann ich möchte dahin. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie es dahin geht. So, ich... Geh schon mal zum Schrein des Weges. Was? Wegschrein. Was denn? Ja, ich denke mal, es ist einfacher, als wenn man da jetzt über... Ja, nee, ich wunderte mich, warum du daneben langläufst. Ich wollte gucken, ob da noch irgendwas ist. Ach so, ja. Nennt man das heute. Nein, ich wollte wirklich gucken, ob da was ist. Ich untersuche ja gerne alles. Das stimmt. Kann ich stundenlang mitzubringen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Wegschrein von Rudelheim, ne? Der ist da ja gleich neben. Mach mal das Süßzeug hier weg. Den Nikolausi? Nee, doch. Das stört mich hier mit der Maus. Ach, du kannst doch gebrauchen. Nein, doch. Nein, ich bin alt, ich baue das nicht mehr ab. Ach, Quack. Jo. Bist du denn auch da? Ja. Du hast doch vorher nochmal geguckt. So einfach kommst du nämlich von hier aus nicht hin. Komme ich nicht. Nee, du solltest, siehst du, und du reitest schon in die falsche Richtung. Nur ja, den Weg. Über Richtung Norden, ne? Nein. Den Weg Richtung Süden meinst du denn? Nein. Wir müssen doch dorthin. Am besten. Wir haben wieder zwei verschiedene Punkte. Okay. Weil ich soll zur Festung des neuen Mondes. Wo sollst du denn hin? Zur Festung des neuen Mondes, ja, und das ist da. Bei mir auf der Karte. Ja, aber da musst du doch nicht nach Süden. Den Weg nach Süden, um ihn denn nach... Ach, den kleinen Zipfel hast du noch. Ja, ich muss doch einfach wovon ehrlich. Jetzt bist du aber wirklich ein bisschen päpstlicher als der Papst gewesen, ja? Nein, ich muss doch erst nach Süden, bevor ich nach Westen reite. Das Kleine. Ja, das Kleine. Was ist denn hier eigentlich mit den Zweiglingen? Keine Ahnung, was mit denen ist. Noch nie ein Fest mit den Zweiglingen gefunden. Die stehen doch zur Deko da rum. Also, glaube ich jetzt nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir schon alle Nebenquests hier erledigt haben. Also. Na, dann müssen wir ja nur in dem Dingens... Hier im Gebietsleitfaden. Versucht nicht, das zu leugnen. Sprecht mit Heißer Hahn. Wenn ihr
darauf besteht. Ich hatte erwartet, dass sich die Kultisten des neuen Mondes nach dem Tod von Latvulon in aller Winde verstreuen. Ich schätze, Karl Grontid hat andere Pläne. Okay, jetzt geht's definitiv weiter. Wie die Kultisten auf die geschützte Insel des Drachen kommen. Die Kultisten haben in einer Art Amphitheater einen Vorrat von Äonensteinen angelegt. Und laut Tarn treibt der Kult sowohl hier als auch auf der Insel sein Unwesen. Er muss eine Möglichkeit haben, von hier nach dort zu kommen. Wir können genauso gut in diesem Amphitheater mit dem Vorrat an Äonensteinen mit unserer Suche beginnen. Kaska und ich sind dort drüben hereingekommen. Dieser Eingang wurde als Antwort auf das, was ihr und sie dort erreicht habt, wahrscheinlich versiegelt. Ein Bauwerk, das so uralt ist, muss aber noch andere Eingänge haben. Finden wir einen und bahnen wir uns unseren Weg ins Amphitheater. Was ist mit Tarn? Er sieht nicht sonderlich gut aus. Tarn wird schon in Ordnung kommen. Er muss einfach nur verschnaufen. Was bedeutet, dass ich ein paar glückliche Augenblicke erleben darf, in denen ich nicht seinen beißenden Bemerkungen lauschen muss. Nun sollten wir uns aber beeilen. Wir müssen uns um Karl Grontid kümmern, bevor er seinen Aufstieg vollenden kann. Irgendeine Idee, wo wir nach einem Eingang suchen sollten? Die Festung ist auf die Steilwand gebaut und an ihrem Fuß verläuft ein Fluss. Entlang dieses Flusses muss es einen anderen Weg in die Festung geben. Das spüre ich. Kann man das im Bad spüren? Nee, das kenne ich. Das habe ich auch manchmal. Okay, juckt da dann, oder? Den juckt da. Alles klar. Männer sind manchmal sehr merkwürdig. Ja, sind wir. Oh, Gegner. Au, 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 au. Das sind aus dem Kreis raus. Jetzt will ich mal einen hohen Stärken zum Mal nehmen. Ah, ich kann ja mehr. Uah. Moment, ich muss jetzt erstmal hier. Da ist es. Zack. Gibt's denn hier was zu looten? Oh, ja, Gegner. Die ist gut. Ja, warte, ich komme dann nochmal. Nee, wer? Da ist noch einer. Was? Habe ich einen übersehen? Okay. Einen? Oh, verdammt, das war ein Wildschwein. Warum greifst du denn ein Wildschwein? Das meinte, im Weg stehen zu müssen. Außerdem habe ich Hunger auf Wildschwein. So. Ein Buch oder irgendwas? Ja, das habe ich schon. Oh, ich hätte mal einen Rucksack, der normal aussieht. Hm. Ja. Sollten Sie langsam das Ganze so hin... Oh, noch einer. Ja, noch einer. Könnten Sie mal langsam das so hinbekommen, dass es auch wieder normal aussieht? Ja, es ist... Wie viele Monate später jetzt? Ja, jetzt wo es fast alle durch haben. Ja. Wir hier auch fast. Das ist auch noch gesagt. Egal. Toll. Unheimlich viel. Ach, da ist auch noch einer. Naja. Okay. War eine super Ausbeute. Total. Hat sich richtig gelohnt. Das Säckel ist jetzt so voll, dass ich fast gar nicht mehr laufen kann. Ja, ehrlich. Hier drüben. Ich habe da so ein Gefühl. Da so ein... Ja, so ein Gefühl, juckt der Bart wieder. Oh Mann. Hier sind wir doch schon gewesen. Ja, hier sind wir schon mal lang gelaufen, das stimmt. Das sieht vielversprechend aus. Das sagt er so einfach. Ich habe einen Weg ohne meine Hilfe hineingefunden. Gut.
Wir machen fast alles ohne deine Hilfe. Ehrlich. Prost, Wasser. Ich schon mal, sei es der Hans Hilfe großartig. Obwohl, das kann man nicht sagen. Wo wir die Drachen getötet haben. Ja. Hat aber nicht einen Moment gehabt, der alte Mann. Yeah. Geht zum Amphitheater. Ihr überrascht mich immer wieder, Sai. Was jetzt, alter Mann? Früher hielt ich euch bloß für Warens Muskelprotz. Doch nun führt ihr plötzlich eine neue Generation von Drachengardisten an. Und weiter, Tarn? Interessant, wie mancher sich an Veränderungen anpasst. Manche suchen Veränderungen, anderen werden sie aufgezwungen. Weisheit aus einem leeren Brunnen hier in der Hülle des Löwen. Bleiben wir bei der Sache, ja? Ich glaube, die Bücherregale brauchen wir nicht durchsuchen mehr. Da kannst du auch gar. Doch. Kannst du, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir. Ja, wir waren ja hier schon mal drin, also insofern. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das auch schon erlebt haben. Ja. Ach, wieder so einer. Ah, die hasse ich ja. Ja. Ach, der war gerade noch immun. Ah, jetzt geht's wieder. So. Echt nichts hier. Nö, immer noch kein Loot. Kein Loot. Warte mal. Wollte mal gucken wegen der Schriftrolle des Lernens. Das Lernen. Ah ja, stimmt. Muss ich mal gucken, hab ich. Siehst du? Hab ich. Funktioniert nicht mehr. Erhöht Erfahrungsgewinn. Ja, ich habe noch ein Stündchen. Geht also noch. So, ich gucke das auf der Map. Ah, hier müssen wir lang. Was ist denn hier los? Hallo? Will man kurz was gucken? Ja, ehrlich. Rezept habe ich noch gekriegt. Ach, kenne ich schon. Inxatonicum. So, wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Mal schauen. Die Leute werden was? Sich uns schon noch was? Irgendwann anschließen. Oder sie werden brennen. Warte doch mal auf mich. Ja. Ach, war doch noch beschäftigt. So, Entschuldigung. Ich musste doch noch die Schriftrolle des Lernens suchen. Achso, hast du nicht in deinem. Doch, aber Krieg. Ich habe ja noch andere. Und ich denke ja mal, dass es gleich noch etwas interessanter wird und man vielleicht ein paar mehr Punkte abgreifen könnte. So die Theorie. Ja. Also eins muss ich feststellen, Bethesda ist ziemlich geistig geworden. Ich glaube, dieses Thema hatten wir schon. Naja, x-mal. Durch das Portal flöhe. Es gibt Arbeit auf einer Insel. Wir müssen ihn finden. So, dann ab ins Amphitheater. Kalgrundhit. Werdet die Ersten sein, die den Aufstieg des dunklen Äons erleben. Nö. Ergos kommt runter. Ich bin gerade geschlossen. Tarn, könnt ihr es öffnen? Vielleicht, aber nicht allein. Champion, lasst uns reden. Ich weiß. Warum will der mal reden, der Kerl? Ja, furchtbar. Aber ich bezweifle, dass wir eine Begegnung mit Kalgrundhit hätten überleben können. Er wirkte noch mächtiger als damals, als wir ihn in Jodes Kern gesehen haben. Nun zu diesem Portal. Könnt ihr das Portal zur Insel öffnen? Diese Anordnung von Steinen bildet den Fokuspunkt des Portals. Das sind Äonensteine, abgebaut in Förderstätten im gesamten südlichen Elsweyr. Ich habe nach dem Erhalt von Sais Bericht ein paar Nachforschungen angestellt. Wir müssen die Steine mit Energie aufladen, um das Portal nach Drachenholm zu aktivieren. Wie laden wir die Äonensteine mit Energie auf? Ein Äonenstein an sich birgt noch keine Macht. Er verstärkt nur jede Energie, die er in sich aufnimmt. Das ist der Schlüssel zur Aktivierung des Portals.
Wenn ihr nah an die Steine herantretet, werde ich ein bisschen von eurer Lebenskraft in sie übertragen. Das sollte die nötige Energie liefern, um das Portal zu öffnen. Ich bin dafür, das machst du und ich zapfe deine Lebensenergie da rein. Also ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut, Tarn. Wie gesagt, ich habe einige Nachforschungen angestellt. Nähert euch jedem der Äonensteine und ich werde ein wenig von eurer Lebenskraft in sie übertragen. Dies sollte die Energie liefern, die ich brauche, um das Portal nach Drachenholm zu aktivieren. Ja, für ein paar Nachforschungen scheint ihr aber eine Menge über Äonensteine zu wissen. Findet ihr? Mein Wissen ist unermesslich gering und das ärgert mich. Diesen Stein gibt es nur im südlichen Elsweyr. Er absorbiert und verstärkt Energie im Zuge eines Vorgangs, den ich nutzen kann, ohne ihn jedoch vollständig zu verstehen. Die Kultisten haben jedenfalls eine Menge von diesem Mineral angehäuft. Und ihr glaubt, Karl Grundtit braucht diesen Stein, um seinen Aufstieg zu vollenden? Ihr habt große Freude daran, mich dazu zu zwingen, die Lücken in meinem Wissen einzugestehen, oder nicht? Ihr habt die Nachforschung angestellt, nicht ich. Guter Punkt. Karl Grundtit hat eine beträchtliche Menge an Energie aus Jodes Kern in sich aufgesaugt. Angesichts der Menge des Minerals, die er die Kultisten auf die Insel schaffen ließ, vermute ich, dass die einzigartigen... Also, kleine Katze gewesen sein, das war viel zu laut für so eine kleine Katze. ...tatsächlich irgendeine Rolle spielen. Ja, okay. So, dann... Okay, so den haben wir... Jetzt bist du dran. Ich habe den anderen auch schon gemacht. So. 145 Leben, ja, das geht ja noch. Wo wollen wir nicht so sein? Gut, gut. So. Die Äonensteine summen vor Energie. Nun sollte ich das Portal nach Drachenholm öffnen können. Ja, mach mal. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte. Er ist offen. Unser Weg zur Insel. Sei, geht. Bereitet die Drachengarde vor. Ich geh schon mal. Ihr könnt kaum noch stehen, alter Mann. Ich bin durchgegangen. Ja, aber... Oh. Ich war zu schnell. Yep. Verdammt. Kann ich mit ihm noch... Ah, ich kann sowieso noch mit Tarn reden. Anscheinend hat uns das Portal ins Innere eines uralten Bauwerks versetzt. Ich nehme an, wir sind irgendwo unter der Insel Drachenholm. Die Architektur erinnert mich sowohl an die Kolosshallen als auch an die Hügelgräber von Himmelsrand. Spannend. Warum nennt man diesen Ort Drachenholm? Das ist eine ungefähre Übersetzung aus dem Ta'agra-Text, aus den geheimen Geschichten der Mondsänger. Karl Grundtit herrschte hier, bevor Kunsari ihn in den Kolosshallen einkerkerte. Wonach suchen wir auf dieser Insel? Eine Art starke Magie schirmt diese Insel ab. Eine Aegis. Wir müssen die Quelle der Aegis finden und sie zerstören, damit Nafalara und die Drachengarde sich uns anschließen können. Ohne sie werden wir Karl Grundtit niemals aufhalten. Ja, dann lass uns die Aegis finden. Alles, was ich über Karl Grundtit erfahren habe, stammt aus ein paar wenigen undurchsichtigen Verweisen in den Mythen der Khajiit. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir nicht etwas finden, schon mal was wir hier wieder länger hinzufügen können, während wir nach einem Weg suchen, um die Aegis aufzulösen. Ja, warum die jetzt Aegis heißen, das interessiert mich gerade nicht. Ich will weitermachen. Ach nee, du bist ja schon durch. Warte! Ach so. Aber hast du auch da mit dem Aegis und Nein. Okay. Ich kann auch nochmal zurück, aber ich glaube, das wird mir nichts bringen. Ich muss ja schon wieder mit ihm sprechen. Erforscht die uralten Ruinen, habe ich jetzt. Ja, wahrscheinlich hätte er auch nur gesagt, geht durch das Portal oder sowas gewesen, ne? Du warst in der Richtung, ja. Ein bisschen länger. Ja, ich wollte es jetzt kurz machen. Ist halt eine kleine Sammelschnute. Ja. Das macht's jetzt nicht einfacher. Hey, aber endlich hast du hier wenigstens mal ein, zwei Sachen, die du looten kannst. Ja, das stimmt. Auch wenn es nur Versorgungsgüter sind, aber das ist doch schon mal positiv.
So. Irgendwas in der Ecke. Sowas sollte eben gleich am Anfang, wenn man das Ganze sich kauft, auch existent sein. Der neue Mond, der muss ja später implementiert werden. Also das ist ein bisschen... Mir gefällt nicht, wie nach dem Motto, erstmal die Hälfte machen und dann, ne? Okay. Ein Gewürzsack. Alles mitnehmen hier. Stecke ich in so einer komischen Blase fest? Hast du das gemacht? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Sand. Boah, wir aus dem Kreis hier raus. Sein, dass das Abnutan macht? Das kann auch sein. Weil du bist auch in so einer Blase drin gewesen. Oder ist wieder irgendeine Rüstung, die was. Was ist doch da? Okay. Was denn? Ich war so gerade gedanklich in einem anderen Spiel, wo man da wo hochklettern kann. Ach so. Ja. Das funktioniert hier natürlich nicht. Nee, nicht wirklich. So mit Doppelsprung ist aber so ein Hochziehen, ne? Ja, genau das. Ja, echt um, bevor sie bei einem sind. Was ist denn das hier eigentlich? Scheiße. Ich kann auch in den Schuh laufen. So. Bin immer noch nicht? Nee, irgendwie. Laufen wir auch richtig? Ja, ja, wir laufen automatisch auf das Ding zu. Es ist so ein kleines Labyrinth. Was heißt nicht Labyrinth? Kreisverkehr. Kreisverkehr, so ein Zickzackweg.
Ups. Dieser Wandteppich. Lasst ihn mich einen Augenblick studieren. Ja, studier mal. Dann kann ich ein Foto von machen. So. Ganz offenkundig kaschitischen Ursprungs. Alt. Vielleicht sogar so uralt wie diese Ruinen. Womöglich noch älter. Ich glaube, dies stellt eine der verbotenen Legenden dar. Warum sollten Legenden verboten sein? Ich kann mir allerlei Gründe denken, warum eine Kultur einen Mythos oder eine Legende verbieten sollte. Doch meist geht es dabei um Themen, die zu störend oder zu gefährlich sind, um offen angesprochen zu werden. Diese besondere Geschichte hier dreht sich um den Aufstieg eines neuen Mondes. Der Aufstieg eines neuen Mondes ist gefährlich. Was ist eigentlich für eine blöde Frage? Natürlich ist ein neuer Mond gefährlich. Die Gravitation etc. Nie was von gehört. In der Tat. Alles, was eine Veränderung Astrophysik. Der Zustände bedeutet, ist für jene gefährlich, die das Sagen haben. Seht ihr die Zahl der Monde? Die Kajit kennen eine Vielzahl von Monden, aber sie bilden nur selten andere als Ione und Jode ab. Der dritte Mond ist größer als die beiden. Was habt ihr noch gesehen? Die Figuren unten. Sie stehen wohl für die Kultisten des neuen Mondes. Und seht ihr, wie der Äonenstein eine Energie verströmt, die den dritten... Ja, ich bin mir sicher. Dies zeigt die Legende des dunklen Äons. Das dunkle Äon? Ich bin im Zuge meiner Nachforschungen auf einen weiteren geheimen Mondsänger-Mythos gestoßen. Er sagt die Ankunft eines mächtigen neuen Mondes voraus. Dort wird er das dunkle Äon genannt. Ich glaube, Karl Grundtvig möchte, dass diese uralte Vorhersage tatsächlich eintritt. Nun lasst uns die Ägis finden. Erzählt mir über das dunkle Äon. Laut der Legende geht der neue Mond einer Zeit der Finsternis und der Geburt eines Wesens voran, das allen anderen überlegen ist. Karl Grundtvig will diese Prophezeiung wahr werden lassen. Verdammt! Ich lasse doch nicht mein Vermächtnis von einem verrückten Drachen beschmutzen, den ich aus Versehen freigelassen habe. Wir haben Mulamir aufgehalten. Wir werden auch Karl Grundtvig aufhalten. Ah, die Selbstsicherheit der Jugend. Nun gut, gehen wir weiter. Wir müssen immer noch die Quelle der Magie finden, die diese Insel schützt. Jo, dann sehe ich auch so. Was ist denn eine Uhr, die ich suchen kann? Na, Blaupause kenne ich schon. Kriegt immer nur ungetrübtes Wasser. Ja, das auch. Aber komische Sachen, die man schon hat und nicht braucht. Die Beben werden offenbar stärker. Was geht hier vor sich? Claire. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Hast du noch was aus den Regalen gekriegt? Nein, das sollte nicht nachgucken. Gut, deswegen. Nein, da ist auch nicht. Ja, hier oben ist mal Lobby, ne? Weiter. Das Empfangszimmer. Ein Drache, aber das ist nicht Karl Grundtvig. Versorgt weiter die Ritualstätten. Karl Grundtvig will einen Thron am Himmel. Und wenn wir dabei zugrunde gehen. Ein Thron am Himmel? Vergesst die Quelle der Insel Magie. Wir müssen diese Ritualstätten zerstören. Nur denn? Ja, machen wir doch. Wenn wir da hinkommen. Da. Hier ist irgendwie ein Weg. Ah, hier geht's runter. Hier was zu looten gebe.
Finions. Hm? Na, wie heißen die liegenden Steine? Die. Wie heißen sie denn? Was? Liegende Steine? Die Steinwesen. Gargoyles, genau. Ah, ja, so. Ja, okay. Und gleich drei Stück. Und wahrscheinlich ein Obergargoyle. Oh ne, da sitzen ja noch ein paar andere. Oh. Und der denn jetzt? Da sind hier irgendwo aus dem Nichts entstanden. Ah. Kollege. Was? Was? Ich war doch noch gar nicht fertig. Hallo? Kannst du noch mal aufstehen? Lusche. Ehrlich. Den ersten haben wir. Das sieht schon mal gut aus. Oh, der ist weg. Okay. Jo, dann müssen wir irgendwie wieder. Ah, hier müssen wir lang. Hey, wieder zurück. Achso, wahrscheinlich auf die andere Seite oder wie oder was? Moment. Hast du was gefunden? Nee, aber der Weg zeigt eigentlich hier lang. Ja, genau. Ich würde einfach mal sagen, hier machen wir mal ganz kurz. Schluss. Was? Ja, eine kurze, kleine kurze Unterbrechung. Damit die Leute das Ganze auf YouTube gucken, sich auf die nächste Folge freuen können. Bin da mal so gemein. Also, ciao!